Video AG3.2, also das Video über die geometrische Deutung von Vektoren. Wir können einen Vektor als Punkt deuten. Ein Vektor als Punkt, hier im Raum oder in der Ebene, so wie hier dargestellt ist, ist ortsgebunden. Das heißt, wenn ich den Punkt 3, 2 angebe, weiß ich, es ist genau dieser Punkt. Den kann ich nicht verschieben, sonst hätte er andere Koordinaten. Das gleiche gilt für den Punkt A. Wichtig ist auch noch, Punkte werden immer mit Großbuchstaben bezeichnet oder werden meistens mit Großbuchstaben bezeichnet. Vor allem in GeoGebra müssen Punkte mit Großbuchstaben bezeichnet werden, so wie hier. Und der Vektor, der Koordinatenstrich, den wir sonst hier machen, ist hier ein Beistrich. Das heißt, wenn ihr in GeoGebra diesen Ausdruck eingibt, wird dieser Punkt gezeichnet. Großbuchstabe ist hier ganz wichtig, denn wenn wir einen Kleinbuchstaben machen, dann kommen wir auf den Vektor als Pfeil, so wie ich gleich zeigen werde. Der Vektor als Pfeil ist eben ein Pfeil im Raum oder in der Ebene, so wie hier in der Ebene dargestellt ist. Dieser ist nicht an den Ort gebunden, das heißt ein Vektorpfeil mit den gleichen Koordinaten kann an ganz verschiedenen Orten sein und hat trotzdem noch die gleichen Koordinaten. Hier zum Beispiel der Vektor A, 2, 3. Wir gehen 2 rüber, 3 rauf und erhalten diesen Vektor hier. Die Koordinaten geben an, wie weit ich auf der x-Achse, wie weit ich auf der y-Achse gehen muss, um diesen Weg zurückzulegen. Wie gesagt, nochmal wichtig, mit Kleinbuchstaben so in GeoGebra eingeben. Dann erhalte ich den Pfeil. Jetzt nochmal zur Definition von Vektoren. Prinzipiell in der Schule unterscheiden wir Vektoren zwischen Vektoren als Punkten und zwischen Vektoren als Pfeilen. Prinzipiell ist ein Vektor immer ein Pfeil, beziehungsweise die Menge aller Pfeile, die parallel sind, die gleich lang sind und gleich orientiert sind. Daraus folgt das, was wir schon vorhin gesehen haben. Ein Vektor sind also unendlich viele Pfeile. Wenn ich den Vektor wie vorhin, schauen wir uns das nochmal an, den Vektor A habe, 2, 3, kann ich den an jede beliebige Position setzen und ich habe immer noch den gleichen Vektor. Also nochmal, ein Vektor ist die Menge aller Pfeile, die die gleichen Eigenschaften haben. Und das war es auch schon dazu.